Hallo zusammen. In der heutigen Folge möchte ich euch ein bisschen was über die ketogene und die carnivore Ernährung erzählen. Immer häufiger werde ich darauf angesprochen, dass die ketogene und vor allem die carnivore Ernährung ja definitiv nicht gesund sein kann, weil es fehlen euch Ballaststoffe, es fehlen euch Vitamine, es fehlt euch eigentlich alles Lebenswichtige. Ich möchte gar nicht versuchen, euch mit wissenschaftlichen Publikationen totzuschlagen oder euch mit irgendwelchen Fremdwörtern zu beeindrucken. Ich möchte euch ein bisschen was über die Geschichte dieser beiden Ernährungen erzählen und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen und entscheiden, was ihr weiter über diese Ernährung denkt. Wenn ihr jemanden kennt, der unsicher ist, ob er oder sie diese Ernährung gerne machen möchte und vielleicht auch sehr kritisch dieser Ernährung gegenübersteht, dann leitet dieses Video gerne weiter. Das würde mich freuen. Auch ein Like würde mir sehr weiterhelfen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Auch muss ich direkt dazu sagen, dass ich kein Arzt bin. Ich bin kein Therapeut. Das hier ist ein Disclaimer. Das bedeutet, alles, was ich euch sage, ist einfach nur Entertainment. Es ist meine Erfahrung. Es sind die Sachen, die ich für mich herausgefunden habe. Und es sind Dinge, die ich euch weitergebe, wie gesagt, als Entertainment. Falls ihr wirklich körperliche Gebrechen habt, möchte ich immer, dass ihr zuerst mit einem Arzt sprecht und nicht auf das hört, was ich, dummer Fitnesstrainer, euch erzähle. Immer wieder wird gesagt, dass die ketogene Ernährung eine absolute Modeerscheinung ist. Das ist etwas wie viele andere Ernährungsformen, das taucht mal kurz auf. Viele machen es, weil es auch irgendwie in ist und dann ist sie wieder weg. Das muss ich leider als allererstes verneinen. Die ketogene Ernährung ist mittlerweile über 230 Jahre alt. Dabei spreche ich nur von wissenschaftlichen Publikationen. Ich rede nicht davon, wie lange es diese Ernährungsform schon gibt. Ich gehe hier von den Sachen, die ich euch erzähle, wirklich nur von Fakten aus. Ich weiß, dass es Bücher gibt, die noch deutlich älter sind, die schon im Bereich 1600 und ein paar Gequetschte anfangen. Und da wird schon eine Ernährungsform gegen Übergewicht publiziert. Und da geht es auch schon um eine ketogene Ernährung, aber es wird noch nicht speziell so genannt. Wirklich von einer ketogenen Ernährung kann man davon sprechen, wenn die erste medizinische Publikation wirklich offiziell gemacht wurde. Das erste Mal, wo die ketogene Ernährung wirklich nachweislich auftaucht, ist das Jahr 1797. Also nicht ganz so neu. 1797 war kurz nach der Entdeckung von Diabetes. Man hatte dieses Problem schon erkannt. Es war noch nicht annähernd so verbreitet wie heute, weil die meisten Menschen auch nicht den Zugang zu Essen hatten, wie es heute ist. Heute ist es sehr viel einfacher, süß zu essen, was nachweislich zu Diabetes führt. Damals war der Großteil der Bevölkerung einfach froh, wenn er irgendwas essen konnte, geschweige denn irgendwelche Süßigkeiten. Aber dieser Herr Rollo hat bei einem Offizier, der Zugang zu Schokolade und Ähnliches hatte, das ist also auch dokumentiert, der also wirklich sehr viel süß gegessen hatte, Diabetes bekommen hat, hat er eine sogenannte Fleischdiät gemacht. Dieser Offizier wurde damals von den Kollegen von Herrn Rollo schon als tot abgestempelt, weil er aß ja nur Fleisch. Das kann kein menschlicher Körper aushalten, das heißt, er ist so gut wie tot. Aber da er Diabetes hatte und damals war Diabetes gleich ein Todesurteil, weil es gab ja noch kein Insulin, hat er sich darauf eingelassen und hat es probiert. Und siehe da, er konnte sein Diabetes heilen und siehe da, er hat extrem abgenommen und siehe da, es ging ihm gut. Diese Ergebnisse sind damals viral gegangen, also haben bestimmt tausende von Leuten darüber gesprochen, waren halt etwas andere Zeiten als heute. Aber es wurde zum ersten Mal erkannt, dass man vielleicht nicht stirbt, wenn man sich vom Fleisch ernährt und dass man sogar Krankheiten damit heilen kann, wie Diabetes. Davor und danach gab es auf diesem Zeitstrahl noch sehr wichtige Ankerpunkte, auf die ich später eingehen möchte. Aber ich möchte euch ganz gerne erstmal diesen Zeitstrahl im Groben beenden, dass ihr sehen könnt, wie sich diese Ernährung wirklich entwickelt hat. Diabetes war damals wirklich ein Problem und es fing an, immer mehr zu werden, weil wir Menschen einfach immer mehr große Städte gebaut haben. Wir mussten mehr Menschen satt kriegen. Es wurden mehr Getreide angebaut. Auch die Menschen hatten so langsam mehr Zugriff auf Geld. Das heißt, es wurden auch mehr Süßigkeiten gegessen. Mehr Fruchtsäfte wurden getrunken und damit stieg natürlich auch die Anzahl der Diabetiker langsam an. Nicht so extrem wie heute, aber trotzdem, sie ging nach oben. Man hatte natürlich jetzt mit der ketogenen Ernährung eine Möglichkeit, gegen Diabetes zu kämpfen. Dann kamen aber einige medizinische Entwicklungen, die den Zeitstrahl komplett verändert haben. Und zwar nehmen wir als erstes das Jahr 1925. 1925 war es möglich, genug Insulin herzustellen, um jeden Menschen mit Insulin zu versorgen. Das heißt, die Ernährung fiel raus, man muss sich ja nicht weiter einschränken, sondern man konnte Diabetes überleben, zumindest eine ganze Weile, auch wenn man vielleicht irgendwann seine Füße verlor oder was Ähnliches, aber man konnte es generell überleben, man konnte weiter seine Schokolade essen, weiter seine Süßigkeit essen. Alles, was man machen musste, ist ab und zu ein bisschen Insulin spritzen. Bisschen Blindheit war auch mit drin, aber egal, man konnte es halt überleben. Damit fiel die ketogene Ernährung erstmal weiter hinten runter. Aber selbst wenn man Diabetes rausnimmt, wurde auch festgestellt, dass die ketogene Ernährung extrem gut bei Epilepsie funktioniert. Und 1925 wurde von Petermann zum ersten Mal eine ketogene Ernährung festgelegt, die bis heute tatsächlich noch größtenteils benutzt wird, für die Anwendung
bei Epilepsie. Dieser folgendermaßen aus und sieht eigentlich bis heute noch genauso aus, obwohl sie langsam, Gott sei Dank, anfängt, sich etwas zu entwickeln. Und zwar nahm man 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, 10 bis 15 Gramm Kohlenhydrate und die restlichen Kalorien durch Fett. Aber dann kam 1928. 1928 wurde das Penicillin entwickelt. Und viele sprechen da über die erste Revolution in der Medizin. Weil Penicillin war das Wundermedikament. Egal was ihr habt, ich kann euch Penicillin geben. Und damals wurde davon ausgegangen, man kann alles heilen. Damit wurden Ernährungsformen ganz weit weggeschoben, weil man hatte Penicillin. Du hast Husten, Schnupfen, du hast Krebs, egal. Damals wurde davon ausgegangen, Penicillin kann es alles heilen. Ihr müsst es vielleicht einfach nur ein bisschen weiterentwickeln. Es war eine wirkliche Revolution und hat uns meiner Meinung nach eine ganze Menge Entwicklung gekostet. Aber gut, daran kann man jetzt nichts mehr ändern. Schade war, dass in vielen Bereichen, wie zum Beispiel auch in der Epilepsieforschung, einfach nichts mehr gemacht wurde. In der Weiterentwicklung der Ernährung wurde auch nichts mehr wirklich gemacht. Danach hat sich auf diesem Zeitstrahl leider sehr lange Zeit nichts mehr wirklich Positives getan. Bis 1994. J.J. Abrams, den ihr bestimmt kennt, ein ganz bekannter Hollywood-Regisseur und Produzent, hat einen Sohn namens Charlie. Charlie hat ganz starke Epilepsie damals gehabt. Er hat über 100 Anfälle am Tag gehabt. Für ein kleines Kind einfach unvorstellbar. Der arme Junge kam im Prinzip aus den Anfällen gar nicht mehr raus. Und es wurde jedes Medikament versucht, was möglich ist. Aber tatsächlich hat keins was gebracht. Im Prinzip war dieses Kind schon abgeschrieben. Und dann kam J. Abrams an die ketogene Ernährung. Sie wurde ihm empfohlen und es hat 2 Tage gedauert. Und danach war der Sohn fast anfallsfrei. Was passierte dann als nächstes? J. Abrams hat damals gefragt, wo kommt diese Ernährung her? Warum weiß niemand was davon? Warum gibt es so viele Eltern, die ihren Kindern bei epileptischen Anfällen zusehen müssen, die Medikamente bekommen, die ihre Kinder fast in Zombies verwandeln? Wenn es doch eine Ernährung gibt, die innerhalb von ein paar Tagen das Ganze beheben kann, dann wurde ihm gesagt, dass diese Ernährung damals schon 200 Jahre alt ist. Und er hat es wirklich nicht verstanden. Und dann gab es natürlich einen Menschen, der viel Einfluss hatte, der auch viel Geld hatte, der am eigenen Leibe erlebt hat, was diese Ernährung kann. Und er hat damals die Charlie Foundation gegründet. Die Charlie Foundation hat sich dann für Kinder eingesetzt, die Epilepsie haben, dass sie Zugang zu dieser Ernährung bekommen. Und er hat natürlich das gemacht, was er am besten kann. Er hat Einfluss auf Hollywood genommen. Und so wurde 1997 ein Film mit Meryl Streep gedreht, ein Film, den ich euch absolut empfehlen kann. Der Film heißt Solange es noch Hoffnung gibt. Das ist die Verfilmung dieser Geschichte. Und von da an wurde das Ganze wieder viral. Heute gibt es, glaube ich, kaum noch Ärzte, die mit Kindern arbeiten, die Epilepsie haben, die ketogene Ernährung nicht wenigstens anbieten. Es tut mir wirklich leid für Charlie, aber sein Leid hat vielen, vielen Menschen wirklich geholfen. Wie ihr also seht, es gibt sehr viele verschiedene Punkte in der Geschichte, die sehr interessant sind. Einen speziellen Punkt habe ich mir bis zum Ende aufgehoben, weil er definitiv dazugehört, aber für mich so kontrovers ist, dass es schon fast zum Lachen ist, wenn es nicht ganz so traurig wäre. Und zwar geht es ums Jahr 1906. Zu der Zeit gab es eine Aufbruchsstimmung in der Wissenschaft. Gerade die Völkerkunde war total in. Das heißt, man versuchte, jedes auch nur so abgelegene Regenwaldvolk zu erforschen. Und ein Mann namens Stephenson hat sich die Inuit vorgenommen. Und zwar ist er zu den Inuit gegangen und hat da, wie gesagt, gelebt und hat verschiedene Dinge festgestellt. Und zwar zum einen, dass die Inuit kaum Krebs hatten. Sowas kannte man bei ihnen nicht. Es kam vor, aber es war extrem, extrem selten. Er hat sich natürlich gefragt, warum, und das war auch dann Teil seiner Forschung. Und zwar hat er festgestellt, dass die Inuit eigentlich nur von Robbenfleisch, von Fisch, von Wal und so weiter, also nur von Säugetieren gelebt haben. Im Sommer gab es eine kurze Zeit, wo ein bisschen der Schnee weg war und da gab es ein paar Blaubeeren, aber im Prinzip haben sie das ganze Jahr Karnivor gelebt. Damals wurde natürlich gesagt, das, was heute auch wieder publiziert wird, das können sie nicht lange überleben. Das Volk ist zum Untergang verurteilt. Es gibt diese Menschen heute noch. Heute ist leider mittlerweile der Fortschritt so weit da drin, dass sie auch Krebs kennen und auch andere Krankheiten kennen. Aber die, die noch ursprünglich leben, auch die leben heute noch sehr, sehr gut und sie haben gar keine Probleme. Auch dieser Stevenson hat sich natürlich genauso ernährt und hinterher bereit erklärt, sich untersuchen zu lassen und er hatte Top-Werte. Er hat auch gesagt, körperlich war es extrem gut. Diese Leute sind den ganzen Tag mit dem Schlitten 30, 40, 50 Kilometer durchs Eis gegangen, durch die Kälte. Und die Kälte braucht nochmal mehr Energie. Und die hatten gar kein Problem. Und auch er, der da nicht aufgewachsen ist und der von einem westlichen Bereich dahin kam und sich genauso ernährt hat, ihm ging es richtig gut. Damals hatte die Wissenschaft dann 2 Erklärungen dafür, die ich
genauso verwerflich wie lächerlich finde. Die erste ist, dass dieses Volk dem Untergang geweiht ist, obwohl es sie schon so lange gibt. Die zweite ist noch lächerlicher, es tut mir fast weh, das zu sagen, aber so war damals die Wissenschaft, es wurde gesagt, die sind halt dunkelhäutig, die sind anders als wir, das ist halt so, bei Weißen funktioniert das nicht. Aber die Forschungsergebnisse von diesem Herrn Stephenson sind bahnbrechend und zeigen auf, wie gut doch so eine Ernährung funktionieren kann und warum ich zum Beispiel mich jahrelang Carnivore ernährt habe und mich auch wieder Carnivore ernähre. Weil diesen Inuit geht es gut. Die haben viele moderne Krankheiten, die wir haben nicht. Denn wann sind bei uns diese Krankheiten denn aufgetreten? Als wir uns zusammengerottet haben, als wir Städte gebaut haben, da fingen wirklich die Zivilisationskrankheiten an. Und auch da kann uns das heutige Penicillin nicht mehr helfen, aber dazu komme ich gleich nochmal. Wir bleiben noch beim Herrn Stephenson. Herr Stephenson hat noch eine sehr interessante Sache beobachtet. Und zwar hat er Brustkrebs bei Frauen untersucht. Das kannten die Eskimos gar nicht. Es gab es bei ihnen nicht. Er hat, wie gesagt, eine ganze Zeit da gelebt und hat keine Frau erlebt, die Brustkrebs bekommen hat. Aber wenn die Inuit-Frauen geheiratet haben oder mit den Robbenjägern, mit den westlichen Jägern mitgegangen sind in die westlichen Länder und dann anfingen, den Schiffszwieback zu essen und sich westlich zu ernähren, ging die Brustkrebsrate genauso hoch wie bei den Frauen in westlichen Ländern. Ich könnte jetzt hier an der Stelle noch mehr Menschen auf diesem Zeitstrahl zeigen, aber ich möchte das Video nicht zu lang werden lassen. Ich möchte auch gar nicht so sehr von der heutigen Community sprechen. Es gibt gerade in den USA immer mehr Menschen, davon rede ich nicht von Hunderten, auch nicht von Tausenden, auch nicht von Zehntausenden, von Hunderttausenden, von Millionen Menschen, die anfangen, sich ketogen oder Carnivore zu ernähren und denen es richtig gut geht. Die meisten fangen mit einer ketogenen Ernährung an und gehen in die Carnivore Ernährung über und es geht ihnen gut. Genauso wie die Inuit sterben diese Menschen nicht. Auch ich habe mich 2,5 Jahre so ernährt und ich lasse mich alle 3/4 Jahr mache ich ein großes Blutbild. Und ich hatte immer Top-Werte. Und ich bin noch hier. Auch jetzt, ich ernähre mich nur Carnivore und glaub mir, es geht mir richtig gut. Ich bin leistungsfähig, ich schlafe besser, ich bin gut gelaunt, ich habe von morgens bis abends viel Energie, also ich lebe noch. Gut, ich wollte euch einfach nur aufzeigen, wie die Entwicklung in der ketogenen Ernährung und in der carnivoren Ernährung war. Ich wollte euch nur aufzeigen, woher viele Dinge kommen und dass manchmal es vielleicht Sinn macht, gewisse Dinge auch zu hinterfragen oder sich einfach mal anzuschauen, was ist denn wirklich passiert und nicht auf das zu hören, was einem vorgekaut wird. Weil ganz häufig sind Dinge, die ihr erfahrt, einfach nur Dinge, wo euch gesagt wird, dass es darum geht, Geld zu verdienen. Weil oft sind Dinge, die ihr zu hören bekommt, einfach nur dafür da, dass andere Menschen mit euch Geld verdienen. Und gerade wenn es um Gesundheit geht, so traurig das ist, geht es nicht jedem darum, dass ihr gesund werdet, weil ihr krank vielen Menschen einfach mehr Geld bringt, als wenn ihr wirklich gesund seid. Darüber könnt ihr gerne mal nachdenken. Ich weiß, dass viele nicht meiner Meinung sind und das ist auch absolut okay und ich finde es auch wichtig, dass man diskutiert. Wenn ihr gegen das seid, was ich sage, absolut okay, schreibt es mir drunter, ich höre es mir an und ich werde auch darauf antworten. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag.